Welche Baumfarbe nehmen wir denn? Blau? Grün? Ich kann auch heller machen. Yeah. Ah, es gibt auch Effekte. Yeah, nee. Das sieht doch weinerlich aus. Das könnte auch schon cool aussehen. Glaub das nehmen wir. Moin Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Hinter mir sind die Lichterketten von Trinky, die zweite Generation. Ich habe die mal getestet und man kann alles per Smartphone steuern. Wenn ihr dazu ein Video haben wollt, schreibt es mir gern in die Kommentare. Bevor das Video hier losgeht, ich muss mich kurz entschuldigen. Ich habe eine kleine Erkältung. Ich hoffe, man hört das an der Stimme. Oder wenn nicht, dann werde ich hier ein paar Cuts reinhauen, wenn ich mal husten muss. Durch die Entschuldigung möchte ich euch was sagen, ihr könnt was gewinnen. Das ist der Google Home Mini, die zweite Generation. Wenn ihr das Ding gewinnen wollt, dann schreibt ihr mir gerne in die Kommentare, warum ihr das Ding haben wollt. Lasst auch gerne ein Abo da, um zu wissen, wer am Ende gewonnen hat. Und ja, ich drücke euch schon mal die Daumen und viel Spaß schon mal damit. Fangen wir das Video einfach mal jetzt an. Ich war letzte Woche mit meinem OneMove S3 im OneMove Store Bremen. Dort habe ich mein Fahrrad hingebracht, denn vorne das Schutzblech war gebogen und halt auch gebrochen. Dort habe ich alles mit einem Kabelbinder befestigt. Die Bremsen mussten auf jeden Fall gemacht werden. Die haben nicht mehr richtig gut gepackt. Dies haben die Mitarbeiter da alles sehr gut aufgeschrieben. Alles auf ein, ich sag mal, Notebook aufgeschrieben und was alles gemacht werden muss. Das fand ich schon mal sehr gut, also habe ich mein Fahrrad da stehen gelassen und habe gleich ein Leihfahrrad bekommen. Das ist das OneMove S2 gewesen und ich muss ehrlich sagen, dies wollte ich als allererstes kaufen, denn ich habe es beim YouTuber Kilian damals gesehen und für 2.500 €, hätte ich mir damals bestimmt in den Arsch gebissen. Ich bin froh, dass ich das S3 jetzt habe, also ich glaube, alles richtig gemacht. Dann bin ich wieder nach Hause gefahren, wieder in den Zug gestiegen, weggefahren, nach Hause. Dann sollte ich auf eine E-Mail warten, bis das Fahrrad fertig ist. Dies habe ich bekommen, Samstag gegen 17.38 Uhr. Perfekte Zeit, denn ich wohne ungefähr eine Stunde, eineinhalb Stunden entfernt von Bremen. Wenn man mit dem Zug fährt, mit dem Auto ungefähr eine Stunde, könnte man eigentlich recht schaffen. Der Laden in OneMove Bremen hat bis 19 Uhr auf, also hätte es man noch schaffen können. Doch habe ich mir dann den Motor freigenommen und bin dann wieder mit dem Zug und dem S2 nach Bremen gefahren. Von dort aus sind wir natürlich durch die ganze Stadt gefahren, bis wir in den Store angekommen sind. Dort habe ich mich angemeldet, dann kam der Herr mit dem Fahrrad und mein erster Blick war, fuck, die haben nichts gemacht. Ich habe vorne gesehen, dass da immer noch ein Kabelbinder dran ist. Er sagte zu mir, die Bremse haben die entlüftet und die packen jetzt wieder richtig. Ich kann gerne Probefahren machen. Und da fing es langsam an, echt schwer zu werden. Ich das Fahrrad genommen, dort runtergefahren, bis 25 km/h hochgeboostet. Und was ist passiert? Die Bremsen haben nicht gepackt. Dann abgestiegen, nachgeguckt, meine alten Bremsbeläge sind noch drauf. Die Bremsen packen überhaupt nicht, wie schon gesagt. Und vorne das Schutzblech wurde auch nicht repariert, was ich echt mies fand. Ich wäre zum OneMove Store hingefahren, habe das denen erklärt, dass die Bremse nicht packt, vorne Schutzblech nicht heile gemacht worden ist. Was wurde an dem Fahrrad die Woche gemacht? Er machte noch eine Probefahrt, er hat es gemerkt, Bremsen quietschen sehr laut, Bremsen packen nicht. Und dann meinte er zu mir, vorne mit dem Schutzblech, das könnte man so nicht mehr reparieren. Da müsste leider dieser Kabelbinder dranbleiben. Das fand ich ein bisschen enttäuschend, denn wie kann sowas? Also habe ich das gesagt mit den Bremsen und dass die Bremsen noch gewacht werden müssten. Da fing die sofort an, die Bremsen zu machen. Ich habe komplett neue Bremsbeläge drauf bekommen. Die sollte ich auch zahlen. Ist auch ganz selbstverständlich. 39 € muss ich dafür blechen, denn ich habe falsche genommen. Und danach haben die Bremsen eigentlich komplett eingestellt. Das hat alles gut funktioniert. Und dann fing es vorne an mit dem Schutzblech. Die Schraube war abgenüdelt und auf der anderen Seite war komischerweise auch die Schraube abgenüdelt.
wo ich dabei nicht dran war. Ich habe einfach nur einen Kabelbinder befestigt. Das war bestimmt merkwürdig. Ich habe denen das erklärt, dass ich das so nicht haben möchte. Was kann man da machen? Schon kam der Werkstattleiter, der hat sich das bestimmt angeguckt und meinte sofort, das können wir so nicht machen, aber wir können dir vorne neue Gabel geben. Ich habe gefragt, wie teuer vorne die neue Gabel sein wird. Er meinte ungefähr 180 Euro. Ohne mit der Wimper zu zücken, habe ich gesagt, gut, dann bauen Sie das eben ein. Dann bezahle ich den Schaden immer halt, weil es war ja eigenverschulden, denn ich bin da ja selbst damit hingefallen. Dann meinte er zu mir, nee, das läuft dann alles über Garantie. Und in dem Moment dachte ich mir so, wow, das finde ich schon mal nicht schlecht. Die brauchten ungefähr eine Stunde dafür noch und darum habe ich das S2 als Leihrad wiederbekommen. Von dort aus haben wir uns noch einen kleinen schönen Tag gemacht in Waterfront Bremen. Dort konnten wir auch ein paar Weihnachtsgeschenke kaufen und so nach 1,5 Stunden bin ich wieder zurückgefahren dorthin mit meiner Freundin und natürlich war das Fahrrad soweit fertig. Ich habe neue Bremsen bekommen, die haben es komplett neu eingestellt und vorne die neue Gabel dran gemacht, alles auf Garantie. Ich musste einfach nur vorne die Bremsbeläge bezahlen, 39 Euro, das habe ich jetzt einfach auf Kauf genommen. Ich hätte auch die 180 Euro bezahlt, denn es war ja eigenverschulden. Dies lief alles trotzdem an die Garantie und dann war es enttäuschend gut. Denn wo ich angekommen bin, war ich echt enttäuscht von der One Move Store. Ich meine, in der einen Woche hätte man das alles machen können. Die hätten mich auch anrufen können und gefragt, wollen wir die Gabel tauschen oder so. Aber es ist leider nichts passiert, was ich echt mies fand. Trotzdem lief es am Ende sehr gut und ja, ich war dann wieder ein bisschen happy. Das Fahrrad funktioniert wieder einwandfrei, Bremsen quietschen nicht und ich kann wieder die nächsten 3000 Kilometer tadellos fahren, sage ich jetzt. Und dazu gab es auch ein kleines Geschenk von Bamboof. Was heißt so ein kleines Geschenk? Ich habe danach gefragt, denn es gab da so eine kleine Tragetasche. Die hier. Ich fand die ganz schick und ich habe gefragt, ob ich so eine bekommen könnte. Die bezahle ich natürlich auch. Und der sagte ja zu mir, nee, die können Sie so kostenlos mitnehmen. Top, war der Tag wieder ein bisschen gerettet. Wenn ich da nochmal wieder hinkommen sollte zum Bamboof Store Bremen, werde ich gleich am Anfang sagen, bitte macht es auch richtig und wenn irgendwas repariert werden muss, reparieren Sie es, auch wenn Sie mich nicht erreichen konnten, was sehr komisch war, denn die hatten meine E-Mail und meine Telefonnummer. Sollen die es einfach fertig machen, weil eigenverschulden, da denke ich mir manchmal so, ja, dann zahle ich meinen Schaden jetzt komplett selbst und wenn es dann irgendwie 500 Euro kosten würde, dann ist das eben so. Ich fand es trotzdem sehr schön, dass das über die Garantiefall gelaufen ist und schwupps, habe ich jetzt wieder ein fertiges Fahrrad. Ich habe noch kurz gefragt, wie ist es mit Inspektion, so einmal im Jahr. Die sagen mir ganz ehrlich, komm, wenn das Fahrrad wirklich kaputt ist. Dann reparieren die das und fertig. Ist okay. Also jedes Jahr zum One Move Store Bremen werde ich bestimmt jetzt nicht mehr fahren. Ich fahre das Rad so lange, bis ich wieder stürze, was ich jetzt hoffentlich nicht mehr passiert. Denn die neue DJI Mavic 3 hat Active Tracking und sie fliegt allein hinterher. Perfekt. Das war mein kurzes, schnelles Video zum One Move Store Bremen. Tut mir leid, dass ich erkältet bin und ich wollte das Video einfach trotzdem noch für euch noch machen. Denkt dran, ihr könnt immer noch den Google Home Mini gewinnen. Schreibt mir einfach gerne in die Kommentare, warum ihr das Ding gewinnen wollt. Lasst dann gerne ein Abo da, um nicht zu verpassen, wer der Gewinner ist. Es wird noch ein Gewinnspiel geben, denn Google hat mir auch noch die Google Stadia da gelassen. Ich wollte das Ganze mal ein bisschen testen mit der GeForce Now und Google Stadia, was da die bessere Referenzen ist, also welches Online-Streaming-Portal besser ist, denn ich glaube, die Zukunft von Konsolen wird langsam ein Ende sein. Wir sehen uns dann zum nächsten Video. Eure Junkbox. Ciao!